Also der Bürgermeister von Unterneuchirchen ist da, der Schorsch, und er hat jetzt die Aufgabe, natürlich das erste Fassel zum Anstechen. Schorsch, mein Kameramann hat mich gerade gefragt, weißt du, wie oft der schon angestochen hat oder wie viele Schläge wir dann brauchen? Was sagst du selber? Einmal dreimal, einmal zweimal, einmal viermal. Auch hier, da hat es schon ganz schön gespritzt. Auch. Aha. Der Günther Knoblauch, das weiß ich nur, der hat einmal ein ganz Fassel verspritzt. Und wie ist das auch schon passiert? Ja, nicht ganz ein ganz Fassel, aber hat schon ganz schön gespritzt. Aha. Gehört auch dazu. Also was traust du heute zu? Na, heute denke ich mir bei zwei Schlägen. Sag mal ganz kurz, die Duit, das ist ja die kleinste in Südostbayern, habe ich gehört, richtig? Ja, aber die Gefahr beherrscht jetzt natürlich schon der VVG-Duit in Feichten, Holzbach, Dierling. Ein Rangolauf von der Glänzen. Das müssen wir jetzt erst sehen, ob die noch jetzt mal ein wenig größer haben wie wir. Wir haben ja vorhin schon in Absprache mit den Unterneuchirchen in Holzbach die erste Duit gehabt. Und das ist ja recht gut gegangen, weil ja Unterneuchirchen alle zwei Jahre eine Duit hat. Und unsere Verwaltungsgemeinschaft, also sprich Holzbach, Geweida, Dierlaching und Feichten, haben wir dann miteinander ausgemacht. Wir machen dann abwechselnd eine Duit. Auch eine kleine Duit. Überschaubar, wie gesagt, hat ganz gut hingehauen, hat uns auch recht gefreut. Und darum haben wir heute auch da, weil wir so einen Händel schon schon recht einen guten Rot haben, haben wir natürlich heute gern gekommen, gell? Jetzt hat der Bürgermeister gerade gesagt, ihr seid die kleinste Duld Südostbayerns, aber irgendwer möchte euch jetzt einen Rang ablaufen, lasst euch das gefallen? Nein, das werden wir uns nicht gefallen lassen. Also ihr seht es ja, wenn man einmal rundum schaut bei unserer Duld. Wir hoffen, dass wir weiterhin die kleinste Duld sind. Die Holzbäcker, die tun auch schon ein bisschen umeinander, die haben auch eine ganz kleine Duld, aber ich glaube, den Titel haben wir uns verdient. Seit Jahren. Jetzt verzeih mal schnell, was passiert heute auf Nacht? Heute auf Nacht wird das Bierzelt, also praktisch wird eigentlich richtig eröffnet. Das Fassel wird angestochen von unserem Bürgermeister, der übt ja schon die ganze Jahr, dass er da ja nichts verbritscht von Bier. Das war schade drum, weil der Leibmann wieder ein super Bier gemacht hat. Und danach ist ja bei uns der Stammtisch nochmal auf der Bühne, deswingen sei Stammtischlied. Und anschließend ist ja die bekannte Duldrede. Bei uns gibt es ja keine Starkbierrede eigentlich nicht mehr. Deswegen gibt es bei uns eine Duldrede, in der das allgemeine Geschehen von der Gemeinde ein bisschen beleuchtet wird. Und ihr macht einen Salut heute zur Eröffnung des heiligen Amts? Richtig, richtig. Damit man die Duld erst, mit uns geht die Duld erst richtig an. Wunderbar. Und wie viele Schuss macht es da? Drei Schuss. Drei und dann geht's da hin? Dann geht's da hin. Und für das gibt es schon Freibier? Ja. Schützen, Achtung! Fertig machen zum Salut! Entziehen! Wie gefällt es dir denn? Hervorragend. Schön, dass die Unterneuchirchen, unsere lieben Nachbarn, da auch geduldet haben. Haben wir das gleiche Pech gehabt wie in Garching. Der Auszug ist ausgefallen, wegen dem schlechten Wetter. Aber die Unterneuchirchen sollen da nicht sich abhalten lassen, so wie in Garching auch. Sie sollen ins Zelt kommen, weil im Zelt ist es gemütlich und da kann man eine schöne Geduld feiern. Jetzt sitzt neben dir der, der das Bier gemacht hat. Wie schmeckt's denn? Ja, jetzt brauche ich ihm gar nicht schmeicheln. Ich habe wirklich vorher schon gesagt, das Bier schmeckt mir, das habt ihr gut gemacht. Super, und der Bürgermeisterkollege, der hat gut angezapft mit zwei Schlägen, gell? Ja, das habe ich noch nicht geschafft, aber das mit zwei Schlägen ohne Spritzer war ja direkt langweilig. War langweilig, gell? Das hat, ist dir besser gelungen auf der deutschen Gache, gell? Weil die Leute wollen ja was sehen, gell? Eben, dort. Man muss spritzen. Ja. Du hast das ganz schön ausgemacht heuer. Ich war nicht ganz so schlimm, aber vier Schläge und hat trotzdem gespritzt. Ja. So, bei mir ist der Gottfried Mitterer, der Bürgermeister aus Kastel. Auch er ist zu Besuch hier in Unterneuchirchen auf der kleinsten Duld Südostbayerns. Wie gefällt es dir denn? Und schön ist, richtig schön. Super. Macht ihr sowas auch bei euch in Kastel? Ja. Geht in Kastel nicht zusammen. Ich bewundere die Unterneuchirchener, was da gesellschaftlich geht. Vorbildlich. So ein relativ kleines Dorf. Solche Festeln, traumhaft. Ist der Bürgermeister allein da oder hat er eine Abordnung mit dabei? Wir kommen morgen mit einer Abordnung, Tag der Nachbarschaft. Heute bin ich allein da. Und mit dir, du edler Stammtisch, jeden Freitag halbe Uhr. Man kann dich getrost bezeichnen als Säule der Kultur. Deine Stammtischbrüder danke für die schönen Stunden dir.
Gott erhalte uns den Schlachtspiel und das Urdileibmarbier. Deine Stamm, die Brüder wanken für die schönen Stunden hier. Gott erhalte uns den Schlachtspiel und das Urdileibmarbier. Eine Neuerung haben wir natürlich, gell? Der Festwirt ist heuer nicht mehr der Raschbeernst, sondern der Baumann Hubert. Ja, aber wenn ich die zwei so vergleiche, ist der Unterschied eh nicht so groß, gell? Beide haben eine Körperpräsenz, die beweist, dass sie Vertrauen in ihr eigenes Essen haben. Das ist schon mal gut. Und bei alle zwei, ist die Frau wesentlich schöner wie ihr. Das ist aber nichts Ungewöhnliches in Unterneukirchen. Besonders in Kassel ist das ganz krass. Ja. So, jetzt habe ich den Festwirt da, Herrn Baumann, servus. Und die Unterneukirchener Tüte ist ja die kleinste. Ja. Wie viel Bier geht denn da? Und da nicht so viel wie auf andere Tüten oder spielt das bei euch keine Rolle? Das kommt ja wieder darauf an, was sagt man, wie viel Bier im Gesamtumsatz oder pro Person? Weil pro Person haben wir ganz gut im Schnitt. Also ich habe jetzt gerade ein Händel von euch probiert, super, muss ich ehrlich sagen. Und alle Leute herin sagen, das Leibmannbier schmeckt auch saugut. Ist auch so, ist ein extra Braut jetzt für da und hat eine Qualität, ganz klar. Und was halt auch auf der Unterneukirchener Tüte ist, kleinste Tüte Südostbayerns hat ein Flair. Auch jeder kennt jeden. Jeder hat einen Geschmack, einfach schön. Jetzt hat der Redner gerade gesagt, der Raspel macht es nicht mehr. Der Baumann ist jetzt der neue Wirt. Warum? Ja, das verstehe ich natürlich schon. Der Raspel hat sich ein Hotel gebaut. Der Raspel hat seine Gastronomie erweitert. Und es ist nicht mehr sein Klischee. Er läuft zwei Stufen her. Beim Raspel gibt es inzwischen 6 Gabin und 5 Messer. Und wir haben halt noch gemütlich mit dem gewickelten Besteck und haben wir noch mehr. Gut, das gewickelte Besteck, da komme ich jetzt auf was. Ich habe gehört, du hast eine Fischzucht, ist das wahr? Ja, mei, das ist mein Hobby. So, wo sind die Fische? Im Weiher. Warum nicht da auf der Tüte? Die mag ich selber. Aber so ein richtiger Steckelfisch, das gehört da dazu zu so einer Tüte, oder nicht? Sagen wir mal so, da in Unterneukirchen ist die Nachfrage ein bisschen zu wenig, weil da muss ich einen Umsatz haben. Weil wenn ich einen Fischdruck habe, muss ich weg tun. Darum, wir haben oft Fisch dabei, aber da in Unterneukirchen leider noch nicht. Zum Thema großer Busen fällt mir gerade eine Geschichte ein. Du neulich war so ein Hotelgast aus Norddeutschland, den wir ja ständig da haben jetzt. Also praktisch ein Preis sozusagen. Und der hat einen von den Bauern einen Stammtisch gefragt, was für die Bedienung für seinen Tisch zuständig war, gell? Dann hat der Bauer hat einen Ching hingeteilt und hat gesagt, die Tutte, die da, die ist für uns zuständig. Worauf der Preis der Depp durchs ganze Lokal schreit, hey, Frau Tutte, die, bitte ein Maß Bier. Da waren sie närrisch, aber einfach peinlich sehen die Preisen, gell? Auf das trinken wir mal, he? Die Stimmung ist saugut auf der Unterneukirchener Tüte und jetzt habe ich da bei mir einen Bürgermeister, die Brian, Frau Leibmann, und dann auch noch die Tüte-Königin vom letzten Jahr. Jetzt, und heuer auch noch? Nein, morgen werden eine neue gewählt. Morgen haben 3 Kandidatinnen aufgestellt und morgen gebe ich meine Schärpen wieder ab. Okay, wie viele Kandidatinnen stehen morgen zur Verfügung? 3 Kandidatinnen stehen zur Verfügung. Wer weiter? Als Publikum. Aha. Und die Breien, muss die dann was zahlen, wenn die Neue dann gewonnen hat? Natürlich, Freibier. Wie viel gibt's da? So viel, wie es trinken kann. Soll ich mich auch bewerben vielleicht? Eventuell. Schau, aber nicht voraus dann. Und der Bürgermeister, der ist nur da, weil die schönen Weiber da sind, stimmt's? Ich sag einmal so, ich bin nicht dagegen, wenn hübsche Frauen um mich rum sind. Aber mir sind die Frauen auch wichtig, die wo, ja, zu uns passen. Weil die passen halt so. Und da ist der stolz der Bürgermeister drauf, gell? Also, viel Spaß euch noch auf der Tüte. Dankeschön. Ja.